Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Das ist die zweite Folge für heute. Das Let's Look About ist schon auf YouTube. Und auch leider wieder die letzte, weil wir gestern bei Dinosaurs eine Doppelfolge hatten. Ja, bei Mass Effect ist gestern die Folge ausgefallen. Wir haben endlich die ganzen Gespräche auf der Normandy beendet. Wir haben beim letzten Part mit Rex, Garrus und Ashley gesprochen, außerdem auch mit dem Navigator Presley, hatten noch mal ein paar vereinzelte Codex-Einträge. Und ja, wir haben deswegen Überzogen gehabt, weil ich halt leider dummerweise die Zeit ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und heute können wir endlich losziehen und mal die anderen Planeten, die anderen Galaxien erforschen. Das wird natürlich eine längere Geschichte, weil es gibt eine Menge Galaxien. Einige werden wir auch erst im Laufe des Let's Plays noch sehen. Und ja, jetzt gehen wir, wollen gar nicht lange zögern, jetzt gehen wir direkt hoch hier zur Karte der Galaxis. Wir haben nochmal einen Codex-Eintrag, den lesen wir schnell. Beziehungsweise hören ihn an. Die Zitadelle, der Zitadellsektor ist der nicht offizielle Begriff für alle Weltraumsektoren, die von Völkern kontrolliert werden, die die Autorität des Zitadellrats anerkennen. Auf den ersten Blick scheint es, dass dieses Gebiet sich über die gesamte Galaxie erstreckt. Aber in der Realität sind bis jetzt weniger als 1% der Sterne überhaupt erkundet worden. In Relation zur Größe der Galaxie ermöglicht selbst der Masseneffekt ULG-Antrieb keine besonders schnelle Fortbewegung. Unbevölkerte Raumsektoren und Systeme ohne Aufladungsmöglichkeiten für den Schiffsantrieb stellen immer noch ein Hindernis bei der Raumerkundung dar. Nur mit Hilfe der Massenportale können die Raumschiffe Sprünge von mehreren hundert Lichtjahren machen. Dies ist der Schlüssel, um von einem Ende der Galaxie zum anderen reisen zu können. Nach der Aktivierung eines neuen Portals kann das Zielsystem schnell erschlossen werden. Von diesem Punkt aus werden die umliegenden Sternencluster mit Hilfe des ULG-Antriebs erforscht. So entstanden mit Hilfe des Massenportalnetzwerkes hochentwickelte Sternencluster im ansonsten dünn besiedelten, riesigen Weltraum. Genau, und diesen ULG-Antrieb bzw. diese Massenportale werden wir jetzt nutzen. Wir öffnen jetzt zum ersten Mal die Karte der Galaxie. Vorher konnten wir sie nie öffnen, weil das kann nur der Kommandant. Und davor war halt der Kommandant Captain Anderson. Aber da uns jetzt das Schiff gehört, können wir es machen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Wir sehen jetzt hier erstmal die Zitadelle, weil wir uns an dem Ort befinden. Ich lese immer kurz, es sind immer so kurze Texte. Diese gigantische Raumstation, die vermutlich von den seit langer Zeit ausgestorbenen Proteanern erbaut wurde, dient als politisches Zentrum des Zitadellrates. Die Schwerkraft wird durch Rotation erzeugt und beträgt 1,02 Gramm in den Bezirken und nur 0,3 Gramm auf dem Präsidiumsring. Geöffnete Gesamtlinie 44,7 Kilometer, geöffnete Durchmesser 12,8 Kilometer, Bevölkerung ohne die Keeper 13,2 Millionen und das Gesamtgewicht 7,11 Milliarden Tonnen. Wir wissen ja schon, dass es ein großes Ding ist. So, jetzt können wir hier rauszoomen. Hier wäre jetzt das Widow-System. Hier ist aber nur das Zitadell drin. Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, kommen wir hier in den Serpentnebel. Und hier ist jetzt die Milchstraße. Hier sind die ganzen Galaxien, die wir bereisen können. Hier sind natürlich auch Ferros, Noveria und Liaras Ausgrabungsstätte für die Hauptquests. Aber wir werden sämtliche Sterne bereisen und wir werden sehr viele Nebenquests haben. Anfangen werde ich jetzt hier im Exodus Cluster, weil das von der Zitadelle aus gesehen der nächste ist. Hier gibt es das Utopia-System. Teilweise kommen in solche Galaxien später mehr Systeme. In ein anderes System reisen? Ja. Da gibt es jetzt eine kurze Videosequenz. Erstmal, dass wir abreisen mit der Normandy von der Zitadelle.
Und das gerade war der Sprung durch das Massenportal. Jetzt sind wir im Utopia-System. Hier haben wir eine Sonne. Eine Sonne haben wir in jedem System. Und wir haben hier insgesamt, ich zähle 5 Planeten. Wir müssen aber teilweise auch diese Linien abtasten, weil es gibt teilweise hier auch Asteroiden, die Rohstoffe erhalten können. Das heißt, ich taste hier kurz erstmal ab, ob hier irgendwas ist, weil das sieht man, das ist nicht teilweise ziemlich gemein, weil man sieht es nicht sofort. Okay, ich sehe hier nichts. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, hier zu erkunden. Man kann nicht auf jedem Planeten landen, meistens kann man nur auf einem oder zwei Planeten landen. Aber jeder Planet ist interessant, weil man kann teilweise Ressourcen finden. Ich fange jetzt mal an mit Xanadu, auf dem wir nicht landen können. Der zum Beispiel ist jetzt nur für Infos. Die Atmosphäre von Xanadu besteht maßgeblich aus Methan und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit Vorkommen an Calcium. Durch die abgelegene Lage in den kalten Gebieten des äußeren Systems und den Mangel an wertvollen Ressourcen gibt es kein besonderes Interesse an diesem Planeten. Ja, deswegen können wir hier auch nicht landen. Hier gibt es einfach nicht viel. Tageslänge 69,8 Erdstunden, 3730 Kilometer Radius, 0,19 atm Atmosphärendruck, die Orbitalperiode entspricht 1029,9 Erdenjahre, die Oberflächenschwerkraft ist 0,3 Gramm und die Oberflächentemperatur ganz gemütliche 216 Grad Celsius. Also, ich werde hier immer alles vorlesen, das heißt, es ist immer ein bisschen zeitaufwendig. Gut, was ist mit diesem Planet? Der Planet ist Nirvana, nicht mit der Band zu verwechseln. Hier können wir auch nicht landen, das ist auch nicht so wichtig. Nirvana hat eine vergleichsweise dünne Atmosphäre aus Xenon und Krypton. An der Oberfläche finden sich gefrorenes Wasser und Eisenoxide sowie kryovulkanische Vorkommen an Kalium, hauptsächlich im Äquatorialbereich. Nirvana ist weder in wissenschaftlicher noch wirtschaftlicher Hinsicht von besonderem Interesse. Zwar wurden dort um 2160 herum ein paar geologische Forschungsstationen aufgebaut, doch diese sind schon seit Jahren wieder geschlossen. Die Allianz unterhält dort eine automatisierte Eisstation, wo ohne Kenntnis der Öffentlichkeit große Mengen Deuterium-Kraftstoff gelagert werden. Finde ich ganz interessant, ist angeblich nicht von Interesse, aber die Allianz lagert hier einfach mal Kraftstoffe in der Eisstation, was keiner weiß. Naja, gut. Hier sind es minus 203 Grad Celsius bei 0,2 Gramm Oberflächenschwerkraft, also sehr kühl. 0,02 atm Atmosphärendruck, 63,9 Erdstunden Tageslänge, 3212 Kilometer Radius und die Orbitalperiode sind hier 129,9 Erdenjahre. Glaube ich. Man kann das irgendwie davor nicht lesen. Gut, also zwei Planeten sind hier schon mal unwichtig. Dann schauen wir uns mal Arcadia an. Auch Arcadia ist unwichtig. Arcadia ist eine ungewöhnlich große terrestrische Welt mit einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Helium. Die sengenthalse Oberfläche besteht hauptsächlich aus alkalischem Basalt. Zudem gibt es hier auch große Vorkommen an Metall. Trotz der wilden Schönheit der Landschaft mit vielen bizarren Säulenformationen aus Basalt hat die lebensfeindliche Umwelt von Arcadia eine Besiedlung bis heute verhindert. Also hier wäre es nicht mal unwichtig, aber man kann einfach nicht drauf landen wegen der Umwelt, wegen der Umgebung. 0,6 Erdjahre Orbitalperiode, 10.893 Kilometer Radius, also recht groß. 25,6 Erdstunden Tageslänge, also ähnlich zur Erde. 358 Grad Celsius Temperatur, 5 Gramm Schwerkraft und 16,17 atm Atmosphärendruck. Gut, dann haben wir hier jetzt noch Eden Prime. Diesen Planeten kennen wir ja noch. Und Sion. Ach, hier ist Eden Prime. Können wir auf Eden Prime nochmal landen? Das würde mich interessieren. Nein, können wir nicht. Aber wir lesen zumindest, weil Eden Prime kennen wir noch. Diese idyllische Agrarwelt war eine der ersten Menschenkolonien, die jenseits des Charon-Portals erbaut worden war.
Die Biosphäre von Eden Prime ist hervorragend dafür geeignet, Lebensformen von der Erde hier anzusiedeln. Ja, zumindest wenn ich gerade geht landen, ne? Meine lieben Allianz-Leute. Aufgrund dieser Voraussetzungen unternahm die Allianz und verschiedene Unternehmen große Anstrengungen zur Besiedlung und Erschließung des Planeten. Heutzutage gilt Eden Prime als Vorbild für eine nachhaltige und gut organisierte Planetenentwicklung. Die Bevölkerung ist in raumeffizienten Arkologie-Komplexen untergebracht, die sich oberhalb tausender Quadratkilometer grüner Felder und Gärten erstrecken. Ja, wie gesagt, wenn nicht gerade die Geht anrücken. Gründungsjahr der Kolonie war 2152, die Hauptstadt ist Konstant und 3,7 Millionen Bevölkerung. 2,5 Erdenjahr ist die Orbitalperiode, 7086 Kilometer der Radius. 64,1 Erdenstunden dauert ein Tag. 23 Grad Celsius ist die Temperatur, also hier ne, sehr gemäßigt. 1,04 Gramm ist die Oberflächenschwerkraft und der Atmosphärendruck ist 1,45 atm. Gut, dann haben wir nur noch Sion. Dann haben wir diese Galaxie schon abgegrast. Ein bisschen schade, dass hier so wenig ist. Haben wir auf Sion was? Nein, auch Sion ist egal. Sion ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant und sogar größer als Jupiter. Trotz der widrigen Schwerkraftverhältnisse und der tödlichen Strahlenbelastung hat sich dort eine kleine Helium-3-Minenindustrie angesiedelt. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Sion ist der einzige Gasgigant im Utopia-System und damit die einzige Kraftstoffquelle für die Energiewerke und Raumhäfen von Eden Prime. Um Sion kreisen 112 Satellitengestirne, vom künstlich integrierten Asteroiden bis zum Aspodel-Mond, der durch seine Größe eine dichte Atmosphäre aufweist. Population ist 1061, das sind eben diese von der Minenindustrie. Die Tageslänge ist hier 10,5 Erdstunden, also recht kurze Tage, 52,8 Erdjahre Orbitalperiode und 74.333 Kilometer Radius. Ja, weil es ein Gasgigant ist, deswegen ist er so groß. Ja, schade, war jetzt hier im Exodus Cluster nicht wahnsinnig viel los. Oder gibt es hier eine... Ne, hier gibt es nur die eine Galaxis. Vielleicht kommt hier später mehr. Gut, dann gehen wir... Die Hauptquests mache ich bewusst noch nicht, die mache ich erst später. Dann würde ich sagen, gehen wir zunächst als nächstes nach Argos Ro. Ins Hydra-System. Ich hoffe übrigens, dass auch dieser Part gut aufgenommen wird, weil im Moment tut der PC wieder relativ rumrödeln. Aber wir sind beim Hydra-System, also so schlecht kann er nicht laufen. Ja, ich habe kurz rausgetappt. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein paar Planeten, nicht so wahnsinnig viele. Ich gehe hier kurz durch. Wie gesagt, wegen Asteroiden und so, das ist manchmal nicht unwichtig. Gut, schauen wir uns hier mal die Planeten an. Hier haben wir zum Beispiel den Planeten Syba, den wir erkunden können. Genau, also da können wir nicht drauf landen, aber wir können ihn erkunden. Er ist deswegen nicht unwichtig. Syba ist ein normaler Gasriese der Neptun-Klasse. Die oberen Schichten der Wasserstoff-Helium-Atmosphäre werden durch Spuren von Methan spektakulär blau eingefärbt. Ja, sieht sehr blau aus. 12,8 Erdstunden ist ein Tag lang. 45.145 Kilometer ist der Radius und die Orbitalperiode entspricht 162,1 Erdenjahr. Mal sehen, was wir hier finden. Gasvorkommen entdeckt. Mittels Orbit-Scans haben sie ein großes Vorkommen von Helium-3 entdeckt. Das ist eine Quest, dass wir Ressourcen erschließen. Das sehen wir später, wenn wir landen. Weil hier in dem Ding können wir natürlich nicht auf unsere... auf unser Inventar oder Quests zugreifen. So, dann haben wir hier einen Planet, Varmalus. Der ist wieder unwichtig. Ich lese aber trotzdem. Wenn ich was nicht vorlesen soll, weil es einfach nicht so wichtig ist, dann bitte in die Kommentare. Solange ich nichts höre, lese ich alles. Varmalus hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Helium, die hauptsächlich aus Aluminium und
Boraxvorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. Auf dem Planeten existiert ein riesiges Netzwerk unterirdischer Höhlen, die sich über tausende von Jahren durch Vulkanaktivitäten ausgebildet haben. In diesen relativ kühlen Bereichen haben sich einige primitive Lebensformen entwickelt. Ja, bestimmt Orks, ne? Wir wissen es ja von der heutigen Gundabad-Folge. Orks sind gerne mal in Höhlen oder halt, wo die böse Hitze, die böse Sonne nicht ist. 0,4 Erdjahre Orbitalperiode, 9593 Kilometer Radius, 19,4 Erdenstunden geht ein Tag, 503 Grad Celsius Oberflächentemperatur, ja, Sengetals ist gut gesagt, 1,2 Gramm Schwerkraft und 1,3 ATM Atmosphärendruck. Ihr merkt ja, durch Planeten, die nicht wichtig sind, gehe ich auch schnell durch. Ich verschwende da nicht viel Zeit. Hier haben wir dann noch zwei Planeten und hier ist noch einer. Und ich glaube, das war's. Syber haben wir jetzt. Man kann auch nur einmal bei denen erkunden. Wenn wir jetzt nochmal auf Syber gehen, dann könnten wir nur noch lesen. Was wir nicht müssen, das haben wir ja gerade. Gut, schauen wir mal als nächstes nach Theia. Auch nicht so wichtig. Theia ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gasriese, in dessen Atmosphären sich Spuren von Chlor und Natrium nachweisen lassen. Die Wolken in den oberen Atmosphärenschichten erhalten zudem größere Mengen Wasserdampf. Theia wurde im Lauf der letzten 100 Jahre von einem Asteroiden getroffen, der einen Durchmesser von mindestens 12 Kilometern gehabt haben muss. Die beim Eintreten in die Atmosphäre freigesetzte enorme Hitze ist verantwortlich für die heftigen Stürme im Bereich des Äquatorialgürtels. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir hier nicht landen können. 11,8 Erdstunden ein Tag, 60.774 Kilometer Radius und 12,8 Erdenjahre Orbitalperiode. Ja gut, dann haben wir jetzt hier noch den Planeten Medgos und den Planeten Canrum. Die werden wir uns noch anschauen und dann mal gucken, ob wir da was finden. Ich schaue jetzt als erstes Canrum an. Ja, Canrum können wir zumindest erkunden, das ist nicht ganz egal. Canrum ist eine kleine, felsige, terrestrische Welt mit Spuren von Methan und Krypton in der Atmosphäre. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium und Silikaten mit Vorkommen an Kohlenstoffen. Auf Canrum wurde die kroganische Kriegsherrin Shi'Agur von turianischen Streitmächten während der kroganischen Rebellion besiegt. Ja, hier mal eine weibliche Kroganerin, die sind ja sehr selten. Kriegsherrinnen, also weibliche mit Kriegsherren als Titel, dürften noch seltener sein. Was diese kroganische Streitmacht so besonders machte, war weniger ihre Kampfkraft, sondern die Tatsache, dass sie einer Kriegsherrin unterstellt war, die zudem eine der wenigen fortpflanzungsfähigen Kroganerinnen war. Ja, sowas dachte ich mir schon. Shi'Agur hatte sich durch Brutalität und Gerissenheit eine einzigartig mächtige Position unter den Kroganern erkämpft. Viele kroganische Männer kämpften darum, ihr dienen und sich mit ihr fortpflanzen zu dürfen. Ja, ich denke mal, Rex dürfte diese Frau sehr bewundern, könnte ich mir denken, weil die muss schon was drauf gehabt haben. Als Shi'Agurs Tod bekannt wurde, schworen ihre kroganischen Bewunderer Rache und machten sich aus allen Teilen der Galaxie auf, die verantwortlichen turianischen Crews zu jagen. Am Ende starben tausende von turianischen Crewmitgliedern in offenen Kämpfen oder durch Attentate. Bis heute sind viele Kroganer stolz darauf, von der Blutlinie Shi'Agurs abzustammen. Wäre interessant, ob Rex dazu was zu sagen hat, auf jeden Fall. Radius 5228 Kilometer, 32,5 Erdstunden ein Tag, 67,3 Erdjahre die Orbitalperiode, 0,07 ATM der Atmosphärendruck, minus 132 Grad Celsius Oberflächentemperatur und 0,55 Gramm Oberflächenschwerkraft. Also auch hier ziemlich kühl. Wir hatten zwar schon kühleres, aber gut. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Canrum haben sie eine gefährliche Strahlung aus dem Orbit des Planeten entdeckt. Bei weiteren Scans
entdeckte Techniker Adams die Überreste eines alten Gefechtskopfes mit den Insignien der Partia-Kolonie. Das ist die zweite Quest. Also die eine Quest geht darum, dass wir Ressourcen finden. Die zweite Quest geht darum, dass wir Gegenstände finden aus alter Zeit. Nicht immer turianisch, aber in diesem Fall schon. Ja, bringt doch was. Gut, dann der letzte Planet ist Medgos. Zumindest von hier. Wir haben noch 10 Minuten, das heißt... Euer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Ja, sowas haben wir auch öfters. Wir kommen öfters auf Planeten. Hier können wir auch landen. Wo wir dann so Übertragungen kriegen. Das sind meistens Aufträge. In diesem Fall, wir hören schon, hier gibt es Probleme bei einer medizinischen Transporter. Vielleicht der Transporter, den wir suchen sollen für den Admiral. Warnung, Hitzegefahr der Stufe 2. Hier ist es also draußen ungesund. Medgos ist ein großer terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die heiße Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Nickel, mit Vorkommen an Kalium und Schwermetallen. Der Planet gilt als mineralogische Schatzkiste, weil die ständigen Vulkanausbrüche konzentrierte Schwermetalle an die Oberfläche spülen. Gut zu wissen. Medgos ist eine unwirtliche und gefährliche Welt. Selbst kurze Expeditionen müssen perfekt ausgerüstet und bestens geplant werden. Mit seiner hohen Masse, den hitzestauenden Wolken und den ständigen Vulkanaktivitäten ist Medgos auf bestem Weg, eine ähnliche Dampfkesselwelt wie die Venus zu werden. Also wir merken schon, wir haben hier einen spaßigen Planeten gleich mal als erste Landung. 169 Grad Celsius Temperatur, 1,1 Gramm Oberflächenschwerkraft, 1 ATM Atmosphärendruck, 47,2 Erdstunden ein Tag, 2,8 Erdenjahre und 7.301 Kilometer Radius. Und wir landen. Jetzt dürfen wir gleich unser Squad zusammenstellen. Das kennen wir auch schon, bis halt auf die, die uns noch fehlt. Was hatten wir denn hier? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, wir hatten Gauss und Rex, oder? Gauss und Rex wäre eine gute Kombi. Wir haben ja so Biotik und Tech, wir bräuchten also Kampf. Wir könnten natürlich Ashley auch nehmen. Oder wir könnten Kaidan nehmen. Kaidan würde unser Biotik und Tech erhöhen. Ich glaube, ich nehme Garus und Rex. Damit haben wir Biotik, Tech und Kampfstärke gleich. Und wie schon gestern gesagt, nicht gestern, aber beim letzten Part, wir werden jetzt hier landen mit dem Marco. Da ist unser Marco und wir sind jetzt offiziell auf dem Planeten. Wir fahren Stufe 2, das heißt, man kann den Marco natürlich auch verlassen, aber verlassen ist natürlich nicht so toll. Wir können mit dem Marco auf zwei verschiedene Weisen schießen, falls wir müssen. Wir haben das MG und wir haben Raketen. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Wir haben hier... Also hier ist unser Marco, wir haben hier eine Anomalie, ein Transponder-Signal, das war das Signal von gerade eben, und Trümmer. Alles drei wichtig. Und es können noch Ressourcen da sein, die sieht man aber so nicht, da muss man auf die Karte unten rechts gucken. Davor schauen wir aber hier kurz rein. Wir können Squad leveln. Können wir alle leveln? Nein. Nur Garus und Rex? Okay, schauen wir mal. Der gute Garus kriegt die Chiffrierung in Erste Hilfe. Damit hat er auch Dämpfung freigeschaltet. Und ich würde sagen, die Dämpfung kriegt er auch gleich. Dämpfung. Biotik- und Tech-Fähigkeiten werden innerhalb eines bestimmten Radius unterbunden temporär. Ist sehr schön gegen Gegner. So, zwei Punkte haben wir noch. Dann tun wir noch einen Punkt in den Agenten und in das Sturmgewehr. Und jetzt der gute Rex. Ach, Rex hat 0 Punkte. Okay. Wir müssen manchmal öfters landen. Garus hatte ich anscheinend Punkte noch nicht verteilt. Aber das machen wir nicht heute. Schauen wir mal ins Tagebuch.
Aufträge. Wir haben hier einmal die turianischen Insignien, das war eben die eine Quest. Zahlreiche turianische Außenposten und Kolonien wurden während des Verteidigungskriegs zerstört. Auch die Insignien aller Kolonien gingen verloren, insgesamt 13 Stück. Suchen Sie weiter, bis Sie alle verschwundenen Insignien gefunden haben. Dann die wertvollen Mineralien. Um Ihre große Flotte in Stand zu halten und zu vergrößern, muss die Allianz bei jeder Gelegenheit nach neuen Ressourcen suchen. Sie haben vor kurzem ein großes Depot entdeckt und es für die Allianz beansprucht. Es muss noch mehr davon in Traverse geben. Und wir sehen schon, hier werden wir lange suchen. Wir haben 20 Leicht- und Schwermetalle, 20 seltene Erdelemente und 6 Gase insgesamt. Suchen Sie auf Ihren Reisen weiter nach mehr Elementen und Mineralien. Dokumentieren Sie diese Funde. Und jetzt Notruf. Das haben wir jetzt bekommen. Sie haben einen Notruf eines nukelernden Medizinschiffes im Hydra-System des Argos Roclasters empfangen. Finden Sie das abgestürzte Medizinschiff im Hydra-System des Argos Roclasters und bieten Sie Hilfe an. Das heißt, wenn die noch leben. Das klang nämlich nicht schön. Codex, haben wir auch noch irgendwas Neues? Außerirdische Ratsvölker. Turianer, der Wiedervereinigungskrieg. Zur Zeit, als die Salarianer und die Asari den Rat gründeten, befanden sich die Turianer in einem grausamen Bürgerkrieg. Dieser später sogenannte Vereinigungskrieg begann mit Auseinandersetzungen zwischen Kolonien, die von der turianischen Heimatwelt Palaven am weitesten entfernt liegen. Diese Kolonien wurden von örtlichen Stammesführern oder Generälen geführt, die sich von der turianischen Hierarchie losgesagt hatten. Also im Grunde Banditen oder banditenähnliche Organisationen. Aber ohne den Einfluss ihrer weit entfernten Regierung entwickelte sich die Kolonien zusehends isoliert und xenophobisch. Die Kolonisten begannen Embleme oder Gesichtskennzeichnungen zu tragen, um sich von den anderen Kolonien zu unterscheiden. Schon bald brachen offene Feindseligkeiten aus. Auch nach Ausbruch eines regulären Krieges weigerte sich die turianische Hierarchie, für eine der Seiten Partei zu ergreifen. Also die Regierung hat sich rausgehalten, das war quasi ein Krieg unter Turianern und wie wir auch wissen, Krokanern. Als nach vielen Jahren harter Kämpfe weniger als ein Dutzend Kriegsparteien übrig waren, entschied sich die turianische Regierung zu intervenieren. Mittlerweile waren die Generäle zu schwach für eine Gegenwehr. Sie mussten ihre Feindseligkeiten einstellen und sich wieder der Hierarchie unterwerfen. Auch nach dieser Friedensregelung dauerte es noch einige Jahrzehnte, bis die gegenseitigen Ressentiments der Kolonisten beigelegt waren. Bis zum heutigen Tag tragen die meisten Turianer noch immer die Gesichtskennzeichnung ihrer Heimatkolonie. Das erklärt auch, warum der turianische Begriff nacktgesichtig jemanden umschreibt, dem man nicht trauen kann. Der Begriff wird zudem häufig von Politikern gebraucht. Ja, zu den Politikern finde ich sehr schön. Auch das Wort nacktgesichtig gefällt mir irgendwie. So, Menschen und die Allianz. Allianz, geologische Pack. Das lese ich noch durch und dann müssen wir aufhören. Das heißt, den Planeten erkunden tun wir dann beim nächsten Part. Aber immerhin, wir haben jetzt schon mal zwei Galaxien erkundet. Wir haben jetzt schon angefangen mit Nebenquests. So schlimm war es jetzt nicht. Mit zunehmender Expansion der Menschen in andere Raumgebiete und gestiegenen Ansprüchen an die Lebensqualität steigt auch der Bedarf nach industriellen Rohstoffen. Zwar finden sich die benötigten Rohstoffe auf vielen Planeten, Monden und Asteroiden, aber diese sind oft noch nicht registriert oder gar wissenschaftlich erkundet. Diese Gebiete können theoretisch zwar mit unbemannten Sonden erkundet werden, aber diese geben häufig in unwirtlichen Gegenden oder durch wiederum Stände verloren oder werden zur Beute von Trümmerjägern. Trümmerjäger sind Banditen, die halt in Trümmern nach Beute suchen, die werden wir bestimmt mal auch begegnen. In den letzten Jahren hat der AGES, der Alliance Geological Service, Einzelpersonen oder Teams für die Ausführung mineralogischer Expeditionen an der Grenze Prämien in Aussicht gestellt. Also wir kriegen Geld dafür, wir machen es natürlich nicht umsonst. Die gewonnenen Daten werden dann veröffentlicht, um der Industrieerschließung zu fördern. Die Industrielle. Aber aufgrund der hohen Reisekosten und der großen Gefahren auf unbevölkerten Welten ist dies selten ein profitables Geschäft. Leichtmetalle.
Metalle mit geringer Atommasse kommen häufig beim Bau von Fahrzeugen und Raumschiffen zum Einsatz. Schwermetalle. Metalle mit höherer Atommasse werden zum Bau von Ausrüstungskomponenten benötigt. Als besonders wertvoll gelten die Metalle der Platin-Gruppe. Seltenerde-Elemente. Die gesuchtesten Mineralien dieser Kategorie sind radioaktive oder magnetische Elemente. Und Gase. Die verschiedenen bewusstseinsfähigen Völker benötigen für ihr Überleben verschiedene Formen von Gasen. Einige Gase werden als Kraftstoff verwendet. Gut, dann werden wir jetzt hier speichern. Beim nächsten Part werden wir hier auf dem Planeten schauen, dass wir den Medizintransport finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, bei den Planeten, die wir nicht brauchen, wenn ich da nicht alles vorlesen soll, dann bitte in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, morgen werden wir das erste Mal mit dem Marco fahren. Und wie gesagt, wir schauen mal, was wir hier finden, was wir hier tun können. Und dann werden wir weiterreisen. Das wird so in den nächsten Parts immer der Ablauf sein. Galaxien betreten, alles erkunden, erschließen und Quests machen. Wie gesagt, die Hauptquests, die werden jetzt eine Weile brauchen, bis wir die angehen. Weil ich will davor die ganzen Nebenquests machen, auch wegen Erfahrung und Ausrüstung etc. Naja, wir sehen uns dann morgen wieder zu den drei normalen Folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.